Rio's Cup, Silverstone. Und ihr werdet jetzt sehen, das ist der erste Standardwagen. Alle fahren mit einem neuen Prius. Nicht laut einzigen nicht. Traktionskontrolle aus, ABS aus. Und die Fahrzeugeinstellung. Die Bremsbalance. So. 5-3. Mit Start. 27 Grad warm. Wow. Das ist der erste Standardwagen. Das sieht man am Cockpit. Ja, ich kann ja auch bis Schottland fahren. Ah, Mann, es hält überhaupt nicht. Auf der linken Seite. Mit 13 Sekunden Rückstand. Shit. Ich muss auch sagen, ich habe mir natürlich die Strecke nicht angeschaut gehabt, bevor ich das Rennen begonnen habe. Da man ja den Prius nicht ordentlich tunen kann, ist es natürlich auch sehr wichtig, dass man ein gutes Auto hat von Anfang an. So, geh weg. Ah. Wie breit ist mein Auto eigentlich, durch den ich noch ankomme? Schon wieder? Zumindest genau gleiche Fehler. Das ist sehr ärgerlich, weil es so eine lange Gerade kommt. Jetzt verliere ich natürlich ungeheuer Zeit. Er ist mit seinem Fließbandgetriebe. Zwischen Sechster. Ob das noch ganz nach vorne reicht, ich bezweifle es. Da müsste wirklich eine sehr, sehr gute Runde hin. Ich war zwar ein bisschen weit. Das ist ein bisschen besser gewesen diesmal. Noch immer nicht gut, aber um einiges besser. Immer noch 10 Sekunden Rückstand. Ich versuch's nochmal. Mann, das Metall ist ja unglaublich. Irgendwann fällt es wieder runter.
Aber diesmal darf kein Fehler mehr passieren, sonst kann ich mir sofort abschminken. Das ist schon besser. Wow, ich fahr bald 140 mit 11 Sekunden Rückstand. Sehr gut in die Kurve gekommen eigentlich. Das sind sie so viel schneller. Das liegt wohl wirklich am Auto. Ah! Das hat mir sehr viel Geschwindigkeit gekostet, du Sack. Knapp drin gewesen. Nein, ich komme nicht voran. Absolut nicht. Der Rückstand ist sogar noch größer geworden. Obwohl ich besser fahre. Gedacht, machen etwa ein bisschen alle Sorten vom Prius mit, aber haben mich getäuscht, machen nur eine einzige Sorte mit. Und machen es ebenso. Perfekt. Jetzt habe ich vielleicht eine Chance. Nur vielleicht. Dazu müsste jetzt aber alles klappen. Fast 5 Sekunden Rückstand. Das sieht gar nicht so viel aus. Ja, natürlich. Jetzt reicht natürlich nicht. Jetzt reicht natürlich nicht. Dankeschön. Kann ich es halt nochmal machen? Wegen dem Vollhonk. Oder wegen mir Vollhonk besser gesagt, weil ich ja in ihn reinkam. Aber das schaffe ich noch, auch ohne Tune. Da gebe ich nicht auf. Ja, natürlich. Voll verbremst. Zwölf Sekunden Rückstand.
dann einen langsamen Kurven Ausgang, damit auch viel wenig Speed auf die Geraden. Aber man muss natürlich auch bedenken, das sind neue Autos, die haben 20 PS mehr als ich, die müssen schneller sein. Ja, ich kann ja wirklich auch nach Schottland fahren. Siebter. Jetzt im Windschatten so gut es geht auskosten. Immer noch 90 Punkte Rückstand. Von außen durch und zu wenig Speed. Ich bin einfach untermotorisiert oder Schicksal selber ausgesucht. Und ich hätte so viel Speed eigentlich und bin trotzdem langsam. Diesmal sind es nur 3 Sekunden. Das ist durchaus machbar. Und nein, schon wieder nicht. Und schon wieder wegen dem zweiten. Das glaube ich ja nicht. Das regt mich auf.